Friedrich Engels hat mit seinem Buch Die Lage der arbeitenden Klasse in England deutlich gemacht, dass die Frage der Freiheit unter den Bedingungen der ungeheuer schnellen Industrialisierung, des sozialen Wandels, der mit der Industrialisierung einhergeht, die Frage der sozialen Rechte und damit auch der Freiheit insgesamt sich neu stellt. Es ist ein soziologisches Buch. Es ist eine sozialkritische Analyse der Situation, die herrührt aus einer ganz grundsätzlichen Frage: Was passiert, wenn sich die Strukturen der Industrialisierung in Form eines gnadenlosen Kapitalismus sich sozusagen ausbreiten? Was passiert dann in der Gesellschaft? Mir war es um mehr zu tun, als um die nur abstrakte Kenntnis meines Gegenstandes. Ich wollte euch in euren Behausungen sehen, euch in eurem täglichen Leben beobachten, mit euch plaudern über eure Lebensbedingungen und Schmerzen, Zeuge sein eurer Kämpfe gegen die soziale und politische Macht eurer Unterdrücker. Schreibt 1845 der junge Friedrich Engels. Er will nicht nur die sozialen Missstände anklagen, die er aus englischen Industriezentren kennt, sondern auch ihre Ursachen analysieren. Es musste Engels darauf ankommen, jetzt nicht persönliche Eindrücke, sondern faktisches Material zu bringen. Und zwar unbestechliches Material, das er aus Handelskammerberichten und so weiter in Engler Parlamentsberichten gesammelt hatte, um erst dann mit einem ganz objektiven Datengerüst Kritik an den Verhältnissen üben zu können. Man gibt ihnen feuchte Wohnungen, Kellerlöcher, die von unten, oder Dachkammern, die von oben nicht wasserdicht sind. Man baut ihre Häuser so, dass die dumpfige Luft nicht abziehen kann. Die Sklaverei, in der die Bourgeoisie das Proletariat gefesselt hält, kommt nirgends deutlicher ans Tageslicht als im Fabriksystem. Hier hört alle Freiheit rechtlich und faktisch auf. Weiber zum Gebären unfähig gemacht, Kinder verkrüppelt, Männer geschwächt, Glieder zerquetscht, ganze Generationen verdorben, mit Schwäche und Siechtum infiziert, bloß um der Bourgeoisie die Beutel zu füllen. In Manchester haben wir es mit einem gnadenlosen und knallharten Kapitalismus zu tun, weil sich die Unternehmer überhaupt nicht geschert haben um das soziale Los dieser Arbeiter. Im Gegenteil, sie haben das sogar noch mit einer gewissen britischen Arroganz belustigt zur Kenntnis genommen, worüber Engels sehr empört war. Dieses auch natürlich in diesem Buch Die Lage der arbeitenden Klasse zum Ausdruck gebracht. Er hat sie richtig angeklagt. Mir ist nie eine so tief demoralisierte, eine so unheilbar durch den Eigennutz verderbte, innerlich zerfressene und für allen Fortschritt unfähig gemachte Klasse vorgekommen wie die englische Bourgeoisie. Für sie existiert nichts in der Welt, was nicht nur um des Geldes willen da wäre. Sie selbst nicht ausgenommen, denn sie lebt für nichts, als um Geld zu verdienen. Drastische Worte, die 1845 in Druck gehen. Mit seiner Schrift Die Lage der arbeitenden Klasse in England beschreibt Engels zwar englische Verhältnisse, doch indirekt will er damit die Deutschen aufrütteln. An die arbeitenden Klassen Großbritanniens. Arbeiter. Euch widme ich ein Werk, in dem ich den Versuch gemacht habe, meinen deutschen Landsleuten ein treues Bild eurer Lebensbedingungen, eurer Leiden und Kämpfe, eurer Hoffnungen und Perspektiven zu zeichnen. Nun waren die Regierungen ganz allgemein nicht so dumm, dass sie nicht gemerkt hätten. Es gibt diese sogenannten Polizeiberichte aus verschiedenen deutschen Bundesstaaten, also nicht nur Preußen, die ganz genau erkennen, was Engels eigentlich mit diesem Buch beabsichtigt. Nämlich, den hiesigen Regierungen einen Spiegel vorzuhalten. Und ihnen auch ganz klar zu sagen, bei allem ökonomischen
Fortschritt, der in England vorhanden ist, so werden sich die Verhältnisse in den nächsten Jahren auch auf dem Kontinent und insbesondere in Preußen gestalten. Also seht zu, dass er hier Änderungen trifft. Er hat sie auf Deutsch geschrieben und es richtete sich an deutsche Unternehmer. Sie sollten es lesen, damit ihnen klar wird, dass wenn sie die englische Technik auch in Deutschland anwenden, genauso wie sein Vater, dann bekommt ihr auch diese Arbeits- und Sozialverhältnisse. Dann wird das Wuppertal genauso aussehen wie Manchester. Und zwar eben auch sozial, was dann ja auch eingetreten ist. Engels Heimat, das Wuppertal, heißt bald deutsches Manchester. So schnell wie die Fabriken wachsen, breiten sich im engen Tal und am Flussufer die Elendsviertel aus. Auch für die Wuppertaler Arbeiter gilt bald, was der junge Engels schon 1845 geschrieben hat. Die Arbeiter müssen sich also bestreben, aus dieser verlierenden Lage herauszukommen. Und dies können sie nicht tun, ohne gegen das Interesse der Bourgeoisie anzukämpfen. Die Bourgeoisie aber verteidigt ihr Interesse mit allen Kräften, die sie durch den Besitz und die ihr zu Gebote stehende Staatsmacht aufzuwenden imstande ist. So wie der Arbeiter sich aus der jetzigen Lage der Dinge herausarbeiten will, wird der Bourgeois sein erklärter Feind. Mit seinem Buch 1845 hat Friedrich Engels wirklich die krasseste Form der Frühindustrialisierung in Manchester geschildert. Und wenn Sie heute nach Asien schauen oder nach Indien, haben Sie im Grunde genommen ähnliche Verhältnisse, ähnliche krasse soziale Ausbeutungsformen. Und seine Anklage, die er damals als junger Mann, als 24-Jähriger dann veröffentlicht hat, glaube ich schon, dass man die immer noch lesen kann.